Also was die Regierung Merkel hier verkündet hat, ist einfach nur absurd und völlig bizarr. Unter völliger Ausklammerung des Parlaments, des Deutschen Bundestags, hat die Regierung Merkel mit den Regierungen der Länder, nämlich den Ministerpräsidenten, mal irgendwas über Deutschland verhängt, was nicht nur ein paar Millionen kosten wird. Und wir entscheiden ja gerne mal über Beträge, die vielleicht nur eine halbe Million ausmachen im Haushalt, sondern die Milliarden kosten werden, die Millionen Menschen ihre Existenz kosten werden. Und hat letztendlich beschlossen, dass Unternehmen, dass Betriebe, die überhaupt nicht für das Infektionsgeschehen maßgeblich mitverantwortlich sind, wie zum Beispiel Hotels oder Gaststätten oder Kulturbetriebe wie Museen, Theater, Kinos und so weiter, dass Sportbetriebe, dass Sportstätten, selbst Außensportstätten geschlossen werden müssen. Das ist völlig bizarr und absurd. Es ruiniert natürlich die Unternehmer in diesen Bereichen, denn diese müssen zum zweiten Mal für mehrere Monate wahrscheinlich schließen. Erstmal gilt es ja nur für November, aber wir wissen alle, dass es im Dezember weiter verlängert werden kann. Damit geht die zentrale Saison für die Restaurants verloren, gerade für Weihnachtsfeiern in der Vorweihnachtszeit. Damit geht für die Hotellerie die gesamte Weihnachtsurlaubssaison verloren. Damit geht tatsächlich für die Sportbetriebe auch die Saison verloren, wo sie tatsächlich Hallensportarten oder Ähnliches machen können. Das ist alles unter aller Würde. Es ruiniert unser Land. Es ruiniert unser Land wirtschaftlich. Es ruiniert unser Land aber auch gesellschaftlich, weil eben diese Menschen keinen Halt mehr haben, die sich normalerweise engagieren, weil viele, viele Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen ihre Anstellung, ihren Job verlieren, dieses Mal wohl endgültig, also nicht nur in Kurzarbeit fallen, sondern tatsächlich in die Arbeitslosigkeit fallen. Und dieser große Flurschaden, der wird nicht so einfach reparabel sein, der wird unser Land über mindestens ein Jahrzehnt beschäftigen. Und das ist eine Entscheidung, die Angela Merkel völlig allein mit dem Ministerpräsidenten, wie gesagt, unter Ausklammerung des Parlaments getroffen hat. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Dieser Lockdown ist falsch, er ist grundfalsch, er trifft die Falschen, er beschreibt nicht das Infektionsgeschehen, er ist keine adäquate Reaktion. Dieser Lockdown ist ein Verbrechen an der Bundesrepublik Deutschland.